das war jetzt echt eine lässige Seillänge. Super fester Fels, überhaupt nichts brüchig, voll schöne Kletterei. So stellt man sich eigentlich vor in einem Übungsklettergarten. So, jetzt bin ich da heroben, habe zwei Bohrhaken, das ist der Stand. Und da werde ich jetzt eine Verankerung bauen, damit ich mich selber sichern kann und dass ich die Miri nachsichern kann. Machen tue ich das Ganze mit meiner vorbereiteten Standplatzschlinge mit weichem Auge und zwei kleinen Schraubkarabinern. Da hänge ich einen Schraubkarabiner in den Bohrhaken, schraube ihn zu, nimm einen weiteren Schraubkarabiner, hänge ihn ins weiche Auge, hol das Kletterseil her und fixiere mich selber mittels Mastwurf im Schraubkarabiner. Schau, dass der Karabiner zu ist. Jetzt hänge ich den zweiten Karabiner in den Bohrhaken, schraube ihn zu und verbinde beide Bohrhaken kraftschlüssig mit meiner Bandschlinge mittels Sackstich. So, jetzt ist mein Stand fertig. Ich bin gesichert und kann der Miri unten das Kommando Stand geben. Stand, Miri! Das heißt, die Miri hängt meine Sicherung aus und sie selbst bleibt unten im Stand mit ihrer Selbstsicherung gesichert. Jetzt ist die Sicherung, meine Sicherung unten ausgehängt von der Miri und ich hole das Restseil ein und lege mir das da schön auf den Platz her. Okay, jetzt geht nichts mehr beim Seil und jetzt lege ich die Nachsicherung für die Miri ein. Und das mache ich mittels Blade und Schraubkarabiner. Hänge den Schraubkarabiner ins weiche Auge. Schau, dass der gesunde Schenkel am Fels ist und hänge da die Blade ein. Schraub den Karabiner zu. Die Miri ist an dem Seil. Das stecke ich oben rein. So, und jetzt nehme ich einen weiteren Schraubkarabiner, schrauben zu und habe die Nachsicherung für die Miri eingehängt. Jetzt brauche ich für den ganzen Stand zwei kleine Schraubkarabiner, einen HMS-Karabiner für meine Selbstsicherung und zwei weitere Karabiner und die Blade zum Nachsichern. Das ist das ganze Material, das ich für einen Stand in Bohrhaken-Umgebung brauch. Miri, kannst du kommen? Jetzt hängt die Miri ihre Selbstsicherung aus, baut den Stand unten ab und kommt nach. Und ich schaue, dass ich sie möglichst straff nachsicher, dass ich kein Schlappseil habe, dass sie keinen weiten Sturz im Nachstieg macht. Dazu schiebe ich das Seil, an dem die Miri hängt, nach oben und mit dem Bremshandprinzip, so wie wir es schon gehört haben, fahre ich im Tundelgriff immer am Bremsseil entlang nach oben. Der Vorteil der Blade ist der, dass wenn die Miri ausrutschen sollte, klemmt es da das Seil so ab, dass es blockiert. Also rein theoretisch könnte ich da auslassen, mache ich aber nicht da. Alles klar, Miri? Oha, da kommt sie schon. Coole Länge, oder? Und das Ganze in der Sonne auf fast 3000 Meter Höhe. Ha? Sehr cool. Ja. Gut, Miri, dann komm schon mal zu mir her. Nachher gibst du mir den Schrauber. Genau, perfekt. Jetzt hängen wir den Schrauber ebenfalls ins weiche Auge. So. Holen uns da das Seil heraus und fixieren die Miri ebenfalls mittels Mastwurf im weichen Auge, dass die Sicherungskette nie unterbrochen ist. Können die Blade abbauen
und uns jetzt überlegen, wer weiterklettert.